Hallo und herzlich willkommen zu Runaway. Wir stehen hier in Bens Hütte und sind etwas ratlos. Ich würde sagen, wir schauen nochmal, was müssen wir überhaupt machen. Also, wir müssen zu Professor Simon rein, aber um dahin zu kommen, da reinzukommen, brauchen wir ein Passwort. Das Passwort kennt nur Joshua. Joshua hat aber dummerweise von diesen Bären gegessen und sein Gedächtnis vorübergehend verloren. Wir haben erfahren, dass die Wirkung der Bären in ein paar Tagen nachlässt und er sein Erinnerungsvermögen wieder erlangt, aber so lange können wir natürlich nicht warten. Außerdem haben wir erfahren, dass wenn man roher Lachs isst, die Wirkung auch neutralisiert wird. Das heißt, wir brauchen rohen Lachs. Eine Angel oder so gibt's nicht, das haben wir schon erfahren. Aber wir haben auch erfahren, wie wir an den Lachs kommen, und zwar bräuchten wir dazu Bärenpranken. Der Bärenforscher, Ben, der hat zwar welche, gibt's uns aber nicht. Des Weiteren haben wir schon den Ort gefunden, wo wir an den Lachs rankommen, sehr zugefrorene See, und haben auch schon ein Loch reingemacht, wurden aber von einem Bären vertrieben. So, meiner Meinung nach, wenn wir den Ben sein Kostüm vervollständigen und diese Essenz austauschen, die er da hat, mit dieser Essenz der prünftigen Bärin, dürfte dessen Ben zwar nicht gefallen und ihn wahrscheinlich ein paar unschöne Stunden bescheren, aber der Bär wäre weg und wir könnten dahin. Außerdem schätze ich mal, dass wir so an die Pranken rankommen. Entweder er verliert sie auf seiner Flucht oder er hat in seinem Rucksack noch ein paar weitere drin. Damit würden wir an den Lachs rankommen. Um das zu bewerkstelligen, müssen wir sein Kostüm vervollständigen. Und da haben wir auch schon den Kopf. Ist zwar ein Elchkopf, sollte aber gehen. Löcher für die Augen haben wir auch schon reingeschnitten. Passt auch. Wir müssen ihn nur noch weiß färben. Und da habe ich keine Ahnung, wie es geht. Gut. Aber das war noch nicht alles. Wir haben nämlich auch mit Joshua geredet. Und der hat gesagt, er isst keinen rohen Lachs, egal was passiert. Allerdings hat er ziemlich viel Hunger und gegen Sushi wäre er nicht abgeneigt. Wir werden ihn natürlich nicht verraten, dass in Sushi roher Lachs bzw. roher Fisch drinnen ist. Das, denke ich, weiß eigentlich so gut wie jeder, Joshua aber anscheinend nicht. Gut, das heißt, da müssen wir auch noch was machen. Brian hat dann auch gesagt gehabt, dass er nicht weiß, wie Sushi zu machen geht. Und er braucht jemanden, der ihm das beibringt. Gut, wen haben wir jetzt hier? Joshua wird es uns bestimmt nicht beibringen. Und Professor Simon denke ich auch nicht. Das dürfte auch ein bisschen schlecht gehen, da wir mit ihm ja nur über die Gegensprechanlage kommunizieren. Ja, ich weiß schon. Ach, Brian. Gut. Wen haben wir sonst noch da? Nur noch Ben. Ich bezweifle zwar, dass er uns Sushi beibringen könnte, weil er sein Essen und alles Mögliche ja vom Koch von Professor Simon bekommt, der jetzt im Moment nicht da ist, wie er gesagt hat. Aber ich habe keine andere Idee im Moment, was man noch machen könnte. Von daher reden wir mal mit Ben, ob der uns vielleicht beim Sushi weiterhelfen könnte. Ansonsten hätte ich wirklich nur noch die Idee, dass wir wirklich nur noch mit Professor Simon über den Sushi reden könnten. Ob er was uns beibringen könnte. So, da sind wir auch schon. Dann probieren wir es doch mal. Hör mal, Ben. Jetzt bin ich gespannt. Ja, sag. Oh, es gibt tatsächlich ein neues Gespräch. Kannst du zufällig Sushi zubereiten? Es hat... Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das klappt, aber eine andere Idee hatte ich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht. Von daher bin ich sehr froh, dass das ja klappt. Kannst du zufällig Sushi zubereiten? Leider nicht. Ich bin sogar ein paar Mal in Japan gewesen. Aber für mich geht nichts über die traditionelle Küche. Wenn man mir ein richtiges Steak mit Gemüse präsentiert, bin ich selig. Okay. Gehe ich recht in der Annahme, dass du kein Kochbuch mit einem Rezept für Lachs-Sushi hast? Ein Sushi-Kochbuch? Ich glaube nicht. Aber wenn du willst, kann ich dir das für gegrillten Lachs geben. Er schmeckt sagenhaft.
Vor allem, wenn der Lachs frisch ist. Kennst du jemanden in der Gegend, der sowas zubereiten kann? Mensch! Der Koch von Professor Simon wird darüber Bescheid wissen. Ich glaube, er ist Chinese oder irgendwo dort aus der Gegend. Aber er hat heute frei. Und ich glaube nicht, dass du ihn in der Gegend treffen wirst. Naja, da ist noch Archibald. Aber an deiner Stelle würde ich ihn lieber nicht kennenlernen wollen. Okay. Archibald? Wer ist das? Einige sagen, er ist ein Kriegsverbrecher. Andere, er sei Bigfoot oder ein Mörder auf der Flucht. Einige sogar, er sei ein 90-Kilo-Gremlin. Man hört so einen Blödsinn. Zetsch, der Pizzaverkäufer aus Sisley, sagt, er hat ihn neulich gesehen. Er kam, um mir einige Pizzen zu bringen und hörte im hinteren Teil des Pritschenwagens Lärm. Als er aus dem Wagen stieg, sah er einen fliehenden Schatten. Er hat ihn verfolgt, bis er verschwunden war. Als er zum Wagen zurückkehrte, hatte man ihm die Pizzen gestohlen und die Haube stand offen. Er konnte den Wagen nicht mehr zum Laufen bringen und musste ihn hier in der Nähe stehen lassen. Er ist sicher, dass es Archibald war, aber naja, es hätte jeder sein können. Okay. Weißt du, wie Archibald aussieht? Zuletzt habe ich gehört, dass er 2 Meter groß ist und einen flachen Kopf hat. Seine Haut soll grün sein und sein Körper voller Narben. Weißt du, wo ich ihn finden kann? Falsche Frage. Man findet Archibald nicht, er findet dich. Du wirst dich fragen, warum sagt Ben so etwas? Ja. Na, weil mir genau das passiert ist. Und nicht ein, sondern 2-mal. Dieser Archibald, das muss hier mal ein Kerl sein. Oder ein etwas. Also, da bin ich mal gespannt. Den müssen wir wahrscheinlich suchen. Oder uns finden lassen. Willst du sagen, du hast Archibald gesehen? Nein, Mensch. Ich habe dir nicht gesagt, dass ich ihn gesehen habe, sondern dass ich auf ihn gestoßen war. Ihn gesehen, so wie ich dich sehe, habe ich ihn nie. Okay. Was ist das erste Mal geschehen, als du auf Archibald gestoßen bist? Das erste Mal... Ach ja, es war Weihnachten. Ich nahm meine Gitarre und ging auf den Balkon. Ich trank mein Bier und begann, Weihnachtslieder zu singen. Ich war noch nicht mit der ersten Strophe fertig, als ich etwas Spitzes im Rücken fühlte und eine Stimme mir ins Ohr raunte. John Lennon sang Weihnachtslieder besser als du. Und schau, wie er endete. Dein Ende kann schmerzhafter und einfallsreicher werden. Ich hörte auf, Gitarre zu spielen und fragte, bist du es wirklich, Archibald? Aber es war niemand mehr da. Okay. Scheint ja echt ein netter Kerl zu sein. Was ist das zweite Mal geschehen, als du mit Archibald zusammengetroffen bist? Ich war hier und trank ein Bierchen, als ich seine Stimme erkannte. Ich werde dir eine Notnarkose verpassen. Wenn du dich bewegst, wirst du noch dümmer werden als ohnehin schon. Ich fühlte, dass mich etwas am Kopf traf und fiel zu Boden. Als ich aufwachte, hatte er mir die Augen verbunden. Naja, ich habe nicht genau gesehen, was ich auf den Augen hatte, aber du verstehst schon. Ich sagte, wo bin ich? Wer bist du? Was willst du von mir? Ich dachte, mein Entführer sei Bärenforscher und deswegen schrie ich, ihr werdet mir meine Theorie nie entreißen, auch wenn ihr mich foltert. Aber das war es nicht. Er sagte mir, er hieße Archibald und sei Koch. Er hatte gerade eine Soße mit Tarantelgift kreiert und wollte an mir ausprobieren, ob das Gift immer noch wirkt, nachdem es gekocht wurde. Und nein, es war nicht mehr giftig, nur ein extrem gutes Abführmittel. Ich bin der Meinung, wir wollen denen gar nicht begegnen. Hast du keine Ahnung, wo Archibald sein könnte? Eigentlich nicht. Ich habe das Gebiet oft erforscht, aber ich habe nie etwas finden können. Ich vermute allmählich, er lebt in einem Bau, wie die Kaninchen. Gut, hören wir für eine Weile auf, über Archibald zu reden. Wie du willst. Aber begeh nie den Fehler, ihn Archie zu nennen. Er wird dann ziemlich aggressiv. Okay. Ach, nichts. Ich lasse dich dann mal in Ruhe. Gern geschehen. Bis dann. So. Eine Idee hätte ich, wie wir den anlocken könnten. Und zwar so, wie er ihn beim ersten Mal getroffen ihn hat. Wir nehmen die Gitarre und spielen drauf.
Vielleicht klappt es ja jetzt, dass da was passiert. So, aber erstmal will ich probieren, ob wir diese Flasche austauschen können. Ich weiß nicht. Was sollte ich damit erreichen? Okay, geht nicht. Jetzt bin ich gespannt, ob wir ihn damit anlocken können. Hey, gute Idee. Wenn ich das richtige Lied spiele, schaffe ich es vielleicht, diesen Archibald anzulocken. Ich gehe lieber nach draußen, damit man es besser hören kann. Also los! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride on a horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun is it to ride on a horse open sleigh. Das spielt wirklich gar nicht mal schlecht. Au. Verdammt. Schade. Der hat nicht mal Nasenbluten bekommen. Das ist er also. Könnte ich erfahren, warum Sie versucht haben, mir das Gesicht zu verunstalten? Gut, lassen wir es. Ich habe keine Lust auf eine Schlägerei. Sie müssen Archibald sein, wie ich gehört habe. Aber du musst ein Idiot sein. Und wenn ich glauben darf, was ich gehört habe, bist du ein schlechter Gitarrist. Sogar schlechter als dein Vater. Aber woher kennen Sie denn meinen Vater? Ich habe sie draußen gehört. Oder ist dein Vater gar nicht der Idiot mit den Bären? Nein, ich glaube, Sie irren sich. Wasowski ist nicht mein Vater. Ich hätte geschworen, ihr seid Verwandte. Ich weigere mich daran zu glauben, dass die Rückentwicklung des menschlichen Geschlechts so weit fortgeschritten ist. Aber man kann auch ne... Derselbe affige Blick. Derselbe Mangel an musikalischer Erziehung und auch an ästhetischer, wenn ich mir deine Klamotten angucke. Viel zu viele Übereinstimmungen. Archibald, kann es sein, dass Sie Spaß daran haben, die Leute... Na gut, dann lass es uns spielerisch darstellen. Ich kenne ein Spiel, das heißt, gib mir einen Grund, warum du nicht auf der Stelle tot umfallen solltest. Du wirst es lieben. Das Ende ist unabwendbar tödlich. Okay. Vielleicht sind es viel zu persönliche Fragen. Wenn es so ist, können wir unser altes Spiel weiterführen, aber diesmal umgekehrt. Jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, wirst du mir einen Grund geben, damit ich mich deiner erbarme und deiner Existenz ein Ende setze. Wenn wir den vegetativen Grad deines Gehirns in Betracht ziehen, wird es eine regelrechte Euthanasie. Sehr netter Kerl, okay. Wasowski sagt, du hast ihn geschlagen, ihm die Augen verbunden und ihm dann Tarantelgift zu trinken gegeben. Wasowski ist ein Idiot. Der war so besoffen, dass er hinfiel, als er die Treppe zu seinem eigenen Haus runtergehen wollte. Ich habe ihn mir auf den Rücken gehoben und in sein Haus gebracht. Danach habe ich ihm einen Lappen auf die Stirn gelegt, um das Fieber zu senken. Aber er begann im Delirium irgendwelchen Blödsinn über seine Bärentheorie zu faseln. Dann habe ich eine Muschelsuppe zubereitet und ihn schlafen lassen. Der Rest ist Produkt seiner minder bemittelten Fantasie. Okay, das macht auch mehr Sinn als das, was Ben erzählt hat. Kennst du Wasowskis Theorie über das Gekratze der Bären? Natürlich kenne ich sie, aber in Wahrheit ist es meine Theorie. Ich bin derjenige, der herausgefunden hat, dass die brünstige Bären die Baumrinde der Birke kratzt, damit das honigsüße Birkenharz rauskommt, das man als Medizin verwenden kann. Ich beobachtete, dass sie sich unmittelbar danach an dem Baum rieb, um sich mit dem Birkenharz einzureiben. Danach kommt der Bär, riecht an ihrem Rücken, besteigt sie, um den Nektar zu kosten und, naja, für den Rest ist die Natur zuständig. Aber es stört mich nicht, dass der blöde Wasowski mir die Theorie gestohlen hat. Ich bin sowas gewöhnt. Außerdem, irgendwie muss der arme Teufel auch seinen Spaß haben. Okay. Gehst du barfuß, weil du keine Schuhe hast oder weil du ein Gelübde abgelegt hast?
Glaubst du das? Na dann sagen wir mal, ich habe das Gelübde abgelegt, niemals zu enthüllen, warum ich barfuß laufe. Du musst dich damit begnügen, mein Lieber. Barfuß in dieser Schneelandschaft. Uah. Man gewinnt den Eindruck, deine Dusche ist seit langem kaputt. Und deine Waschmaschine auch, wenn ich das sagen darf. Du nennst mich ein Stinktier, nicht wahr? Du irrst dich. Ich rieche nach mir selbst, nach menschlichem Wesen. Das heißt, so wie ich riechen muss. Wenn ich mich nicht irre, riechst du nach Körperlotion, Rasierschaum, Aloe Vera Gel, nach Creme, den künstlichen Aromen B303, F507 und H737 und nach irgendwelchem Modeparfüm, das aus Kamelschweiß gewonnen wurde. Schlussfolgerung: Hier gibt es kein Stinktier außer dir. Und du gibst auch noch ein Vermögen dafür aus. Ich glaube, wir sollten uns über wichtigere Dinge unterhalten, Archibald. Es macht mir Angst, welche Art von Dingen für ihn wichtig sein kann. Okay. Jetzt fahren wir mal nach Professor Simon. Kennen Sie Professor Simon? Das Beste, was ich von ihm sagen kann, ist, dass ich ihn kaum kenne. Weder spricht er mit mir über irgendwelchen Unfug, noch kommt er hierher und beginnt die Gitarre zu malträtieren. Der Vogel in seiner Villa ist ruhig. Er stört keinen und lässt sich nie sehen. Ich könnte fast sagen, der Knabe ist mir sympathisch. Uff. Ja, der Kerl hat echt ein an der Meise. Sie müssen mir helfen. Mein Freund hat sich mit Wildbeeren vergiftet und Sie sind der Einzige, der ein Gegengift zubereiten kann. Du irrst dich in mir, du schräger Vogel. Obwohl ich mehr weiß als all die anderen, bin ich kein Arzt. Okay. Ich habe gehört, Sie sind ein wahres Küchenmonster. Vogel, ich bin viel, viel mehr als das. Okay. Wie kam man jetzt übrigens auf Kochen? Sehr seltsam. Wie haben Sie kochen gelernt? Na, indem ich gekocht habe. Oder wie hast du gedacht, lernt man sonst zu kochen? Stimmt. Ich war in den berühmtesten Schulen von Paris und habe bei den besten Lehrern gelernt, aber ohne angeben zu wollen. Sie haben mehr von mir gelernt, als ich von ihnen. Und bescheiden ist er auch noch. Sie werden in den besten Restaurants gearbeitet haben, klar. Ja, in all denen, zu denen du keinen Zutritt hast. Aber ich hatte es satt, dass mittelmäßige Köche mir Rezepte stahlen und damit im Guide Michelin zu Spitzenpositionen kamen. Ehrlich gesagt, kann ich sie mir nur schwer mit weißem Kittel und Kochmütze vorstellen. Sieh mal, Vogel. Ich kann mir dich unglaublich gut tot im Sarg liegend vorstellen. Sprechen wir über unser Thema von vorhin. Mein Gott, was für ein unerträglicher Typ. Wenn ich es gewusst hätte, wäre ich vernünftig gewesen und hätte dir die Bleiche zu trinken gegeben. Oh, Bleiche. Fahren wir mal nach dem Sushi. Sie müssen mir erklären, wie man Sushi zubereitet. Ich muss gar nichts erklären. Hast du mir vielleicht das mit dem Hustensaft mit dem abgelaufenen Datum, den man mir zum Geburtstag schenkte, erklärt? Okay. Ich habe Geld. Wenn Sie mir helfen, zahle ich Ihnen, was Sie wollen. Klar, irgendetwas Gutes musste er ja haben. Ich habe dich vorgewarnt. Meine Dienste sind teuer. Ich arbeite nicht für einen Hungerlohn. Sind Sie sicher, dass Sie mir beibringen können, wie man Sushi zubereitet? Ich beherrsche die Kochkunst im selben Maße, in dem ich das Lehren verabscheue. Wenn du einen Beruf erlernen möchtest, begeh ein Verbrechen und schreib dich in der Gefängniswerkstatt ein. Wenn du das Gefängnis verlässt, wirst du etwas Nützliches gelernt haben, außer Seifenstücke aus den Duschen zu holen. Und bist kein Sozialschmarotzer mehr. Sehr, sehr nett. Können Sie Lachs-Sushi zubereiten? Kann der Papst beten? Vogel! Du stehst vor dem ehemaligen Koch des japanischen Königshauses und vor dem Typ, der nicht nur das Sushi, sondern auch den Sake im Westen einführte. Außerdem, wenn es das ist, was du haben möchtest, wird es dich gar nichts kosten. Vielen Dank. Ja, weil ich nicht daran denke, sowas zuzubereiten. Ich koche nur, wenn ich alle Zutaten habe. Und für Sushi fehlen mir einige. Okay, das heißt, wir müssen Zutaten suchen. Welche Zutaten braucht man für Sushi? Ich weiß nicht, warum ich es dir sagen sollte, aber von mir aus... Als Zutaten braucht man Reis, ja. Nori-Algen, Sojasalz, Wasabi,
Ingwer, eine Prise Zucker, etwas Salz und in diesem Fall Lachs. Welche Zutaten fehlen Ihnen? Erst den Lachs, dann die Nori-Algen, Wasabi nicht. Ich glaube, ich könnte aus Dijon-Senf, etwas Apfelessig und Mentholzahnpasta etwas Ähnliches hinzaubern. Ich glaube, ich habe noch etwas Soja und Ingwer zu Hause. Das wäre es. Also, ich habe auch keine Stäbchen und auch keine Bambusunterlage, um die Maki-Sushi zu rollen. Gut. Ich kenne die Zutaten nicht genau, aber ich könnte versuchen, sie in der Gegend zu bekommen. Weißt du nicht, wie ein Lachs, die Algen, die Stäbchen und eine Bambusunterlage aussehen? Deine kulinarische Unwissenheit entspricht deinem Bewusstseinsgrad. Such, wenn du willst, aber ich bezweifle, dass du alles findest. Erzählen Sie mir weiter, was Sie vorhin erwähnten. Mensch, du wiederholst dich gerne, oder? Für den Fall, dass ich alle Zutaten finden kann, wie viel würden Sie mir für einen Teller Sushi berechnen? Das hängt davon ab, Vogel. Wie viel hast du? Ja, ich würde sagen, bevor wir hier weitermachen und ihm sagen, wie viel wir haben, hören wir auf und machen das nächste Mal weiter. Denn nicht weggehen, es gibt noch mehr. Gott, wer hat den Vogel hier wieder zum Laufen gebracht? Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!